So, ich werde mal ein bisschen Flash-Fähigkeiten austauschen und werde mal die Healing Wave reinpacken. Hat sich gerade in ein paar Kämpfen als relativ hilfreich erwiesen. So, wir gucken mal in unserem Team. Haben wir sonst noch den Moondust, der auf mit Cyborg spielt. Wir haben den, bin ich jetzt überhaupt richtig am gucken, wir haben den Bossline, der sich Batman geschnappt hat. CH4D, der mit Green Lantern unterwegs ist. Wir haben Mio Tenacious, der den Joker wählt. Und wie gesagt, Moondust als Cyborg. Wen unsere Gegner wählen, sehen wir jetzt gleich. Ich vermute aber, dass wir mindestens einen Batman dabei haben. Das ist so eine ungeschriebene Regel in diesem Spiel. Mindestens einmal Batman ist immer dabei. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir alle mögen Batman und also ich habe ja anfangs gedacht, wisst ihr was, ich kaufe mir Doomsday, der ist ja unbesiegbar, kann mir ja nichts passieren, Pustekuchen. Ja, ihr wisst ja, Doomsday kann nicht sterben, beziehungsweise wenn er stirbt, kommt er stärker zurück und durch die, ja, dadurch, wie er gestorben ist, kann er nicht ein zweites Mal besiegt werden. Also wenn man Doomsday das erste Mal ein Messer in die Brust jagt, ist er dagegen immun. Ist natürlich deshalb gerade so ein gefährlicher Gegner, um mal ganz ehrlich zu sein. Nicht umsonst der einzige, der Superman bisher getötet hat. Ja, das Match geht gleich los. Noch 7 Sekunden und dann erfahren wir auch, wer unsere Gegner sind. Beziehungsweise das sehen wir ja schon. AHAO, Wafu, Cheestar, Simone for Ike. Und noch irgendjemand, dessen Namen ich so schnell nicht lesen konnte. Twinpad. So, ja, ist doch ein nettes Lineup. Zatanna wieder auf der Unterseite. Einmal Batman tatsächlich nur. Ach, Batman und Joker auf der gleichen Seite. Das ist ja hier verrückt. Verrückt, liebe Freunde, verrückt! So, Gotham Heights werden geladen. Ich hoffe, euch natürlich im Verlauf der Zeit auch mal tatsächlich die andere Map zeigen zu können. Vielleicht lasse ich einfach das Video ein bisschen vorlaufen. So, dann wollen wir mal starten. Wir machen mal hier die Tutorials wieder weg. Packen mal einen Punkt in die Speed Force rein und unsere Flash Attack. Ich überlege gerade eins. Ja, komm, wir stecken mal. So, dann angezeigt wird uns Neil's Ring als Recommended. Was haben wir noch? Abinsur's Lantern. Ja, ich glaube, die Recommended-Sachen sind immer die gleichen. Da schenkt man sich nicht so viel. So, dann warten wir mal, dass es losgeht. Unser erstes Ziel ist natürlich hier in der Power Note. So, dann lasse ich mich tatsächlich überraschen. Oh, ich bin der Einzige, der nach unten geht. Ja, der Rest wartet da. So, die Healing Wave ist natürlich ganz interessant, weil die mich und Allies für ein paar Sekunden lang tatsächlich, uns Energie zurückgibt. Und ich finde, so mitten im Kampf ist das eine ganz praktische, Technik. So, wenn man in den letzten Zügen liegt sozusagen, dass man dann noch ein bisschen Energie kriegt. So, uns kommen Batman und Wonder Woman entgegen. Ich würde sagen, fast wir lassen die mal kommen. Na gut, Bossline will nach vorne, dann folge ich ihm einfach mal. So, die verstecken sich hier so ein bisschen. Oh, da muss ich schon direkt das erste Mal Healing Wave einsetzen, um hier rauszukommen. Das lief natürlich jetzt nicht perfekt. So, mal ganz schnell zurück zur Basis. Energie laden und dann direkt wieder rein. Solange... Bossline rennt zurück, hat voll Energie und rennt zurück. Was ist das denn für ein Quatsch? Das finde ich natürlich ein bisschen übertrieben. Da muss man nicht wegrennen, liebe Freunde. Wenn Energie niedrig ist, dann ja. So, ich bleib jetzt hier mal mit meinen Kollegen. So, erledige mal hier die Drohnen. Kriegt dafür natürlich Coins. Packt natürlich direkt ein paar Punkte hier rein. So, muss jetzt hier aber auch aufpassen. So, momentan bezieht sich hier komplett auf die Drohnen, beide Seiten. Ja, das bringt uns so nicht relativ viel. Das heißt, ich gehe eine andere Taktik an. Sollen die sich unten bekriegen? Wir laden mal Energie und dann geht's ab und wir gehen auch zum oberen Node, wo gerade Green Lantern battelt. Und wir sehen, wir haben auch einen Green Lantern hinter uns. So. Ja, das Problem ist natürlich, wenn man nicht den Weg... Mal gucken, was haben wir denn hier oben überhaupt? Ah, da haben wir nur einen. Das ist sehr in Ordnung. Ja, da oben ein kleiner Battle. Ja.
Schade, paar Sekunden zu spät gekommen, sonst hätte ich ihn noch abgreifen können, den Kill. So, holen uns hier mal den Power Note. Ja, und dann weiter, da kommt uns nämlich ein Joker entgegen. Der, glaube ich, oh, wo ist er hin? Hat sich unsichtbar gemacht. Oh, er ist wahrscheinlich hier rein. Stört mich aber nicht. Soll er ruhig machen, denn... Oh, hier wird auf, ja, ich lasse die Jungs mal kommen. Ja, das ist natürlich jetzt hier echt ein Problem, wenn er mit seinen Attacken aus der Entfernung rangeht. Oh, 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 oh. Ja, mit drei Champions gegen mich, da habe ich natürlich jetzt nicht ganz so viele Chancen. Ja, das ist echt so ein Problem, wenn Leute im Rudel laufen und man selbst läuft nicht im Rudel, dann, ja, auf der einen Seite kann das positiv sein, auf der anderen Seite kann man relativ schnell auf den Sack bekommen. Aber momentan läuft es ganz gut, 3 Notes für uns, 2 für die Gegner. So, warten wir auf den Respawn, danach würde ich fast sagen, gehen wir nach unten zu Nummer 3, also ihr seht hier, das seht ihr gerade nicht, weil ich eben meine Maus nicht, oh, da sind gleich 3 von denen. I don't like that. Ja, alleine da reingehen ist natürlich echt ein bisschen Mischugge. Ja, weglocken sollte man sich auch nicht lassen, denn die wollen natürlich den Note genauso haben wie wir, also holen wir uns den doch einfach mal. So, jetzt sind die alle unten. Bis auf, nee, nicht alle, 3 sind unten. Wisst ihr was, sollen die sich da mal betteln? Ich gehe mal oben durch und versuche mir den oberen Node zu holen. Setz mal ein bisschen die flinken Füße ein. Na, da ist Green Lantern, dann versuche ich mir lieber den Node zu holen. Oh yeah, sagt er. So, also die unbewachten Powerstellen sollte man natürlich nicht liegen lassen, gerade wenn wir im Verhältnis 3:2 zurückzuliegen. So. Da haben wir einen geholt. Jetzt werden die natürlich gleich ankommen. Wir sehen, obwohl wir um 1 gegen 1 Kampf. Ich denke mal fast, ich renne da mal hoch und helfe Hal Jordan so ein bisschen. Ja, da oben haben wir wieder einen Green Lantern gegen Green Lantern Kampf. Da sehen wir es gerade. Oh, und unser Green Lantern hat den Kampf offensichtlich verloren. Oh, er geht weg. Holt sich vermutlich hier um die zusätzliche Lebensenergie. Ja, die Zeit nutze ich natürlich mal. Jetzt muss ich aber weg, sonst sieht's gleich sieht schlecht aus. So, warten wir auf den Respawn. Aktuell ja 3 umkämpfte Nodes. Beziehungsweise noch 2 umkämpfte Nodes. Ja, und entschuldigt für meinen Schnaufen ein bisschen. Mich hat es heute scheinbar ein bisschen wieder Sommergrippe erwischt. Nicht ganz so angenehm. So, Respawn in 2 Sekunden. Ab geht's. Okay, die zeigen unsere Node, hat irgendjemand angezeigt. Ich weiß nicht, ob es so clever ist. Denn wir müssen uns jetzt irgendeinen Node holen und sich dann an diesen Nodes in Kleinkriege verwickeln zu lassen. Naja, ist immer so eine Sache. So, da wurde uns ein Assist angerechnet. Oh, raus da. Ach, verdammt. Ja, 2 gegen 1 Situation, da habe ich natürlich absolut keine Chance. Ach, liebe Freunde. Das letzte Match lief besser. Noch kein Kill auf unserem Konto, aber naja gut, wir haben einen Assist dafür. Und Kill wird ja eh nur angerechnet, wenn man selbst den finalen Schlag sich leistet. Dahingehend finde ich das nicht ganz so schlimm. Also ich bin jemand, der sich über eine Kill-Death-Ratio profilieren will, oder das könnte. Ach, und ich finde schon wieder herrlich. Wir haben einen einigermaßen guten Stand noch und schon wird davon gesprochen, wir haben das Match verloren.
Oh, jetzt kommt es aus allen Richtungen. Das ist natürlich nicht gut. Mal weg da, weg da, weg da, weg da. Sammeln wir uns lieber mal ein bisschen Energie hier oben. Da ist noch das Health-Ding. Ja, und es wäre echt schön, wenn die Kamera ein bisschen weiter rauszoomen würde. Dann würde man noch ein bisschen mehr sehen als immer nur auf dem eigenen Helden. Das gefällt mir selber nicht so ganz. Also, wenn ich einen großen Kritikpunkt momentan neben fehlenden Keybindings habe, dann ist es fast das. So, ich schnapp mir jetzt hier mal die Power Notes. Sollen die Jungs sich meinetwegen battlen? So, wenn wir uns den geholt haben, rennen wir direkt weiter. Klappt das, bevor die Gegner kommen? Da, wir sehen es. Zatanna kommt rüber. So, laufen wir mal zur 2. Ich könnte natürlich jetzt auch warten, hinter den Einheiten hier bleiben, aber anders als bei einem Dota ist es nicht ganz so wichtig. Finde ich zumindest. Can't touch this. Du, 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 du. Oh. Ja, da muss ich aber wackerflugs geschwind wie der Wind weg. Ist natürlich auch ganz nett, meine Speedforce, dass die mir direkt so ein bisschen Laufkraft gibt. So. Wow, jetzt habe ich natürlich die Arschkarte gezogen. Ja, so viel dazu. Ja, also 3 gegen 1, wenn man da gegankt wird, dann hat man wirklich null Chance. Da muss man sich nicht viel vormachen. Da hat man auch nicht viel Land, was man sehen kann. Und momentan zieht unser Team in keinster Weise irgendwie an einem Strang. Wo ich ja eigentlich sagen würde, stört mich nicht großartig, aber... Naja, was soll's. So, warten wir auf den Respawn wieder in 4 Sekunden, aber ja, noch läuft's natürlich. Komm, ich gehe mal hier oben hoch, wo auch der Joker ist. Denn ich sehe, ich glaube, da haben wir eine 2 gegen 1 Situation. Rein, rein, rein in die Base. Ja, da habe ich natürlich null Chance, wenn alle reinrennen. Erstmal ein bisschen Energie laden. So, und dann direkt wieder raus. Das Problem ist natürlich dieses Rumzergen hier an jeder Stelle. Das bringt uns natürlich echt nicht viel. Ja, also ich habe hier eigentlich... Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich die falschen Artefakte wähle. Wobei, wenn mir die empfohlenen Sachen, wenn ich die schon kaufe, dann würde ich eigentlich davon ausgehen, dass mir das ein bisschen was bringt, um ehrlich zu sein. Aber ich habe so das Gefühl, das bringt nicht so sonderlich viel. Hätte natürlich auch mal meine dritte Fähigkeit freischalten können. Sondern das Problem ist natürlich jetzt, die zergen alle bei 5 und bei 4 rum. Anstatt sich mal hinten um 1, 2 und 3 zu kümmern. Also, das ist echt doof. Also, das ist auch so dieses typische, ich nenne es mal fast Horde-Prinzip, dass Leute einfach in vielen dieser Spiele einfach reingehen. Ja, gegen Wonder Woman habe ich eh keine Chance. Also nehme ich mal die Beine in die Hand, lauf. Zum Glück bin ich relativ flott. Oh, jetzt haben wir hier noch Zatanna. Oh, das ist nicht gut. Ja, kann jetzt hier wirklich nur die Beine in die Hand nehmen und gucken, dass ich wegkomme. Vielleicht hier unten auf Reinforcement stoße. So, ich denke, ich habe es immer noch hinter mir. Ja, tatsächlich. So, muss jetzt hier auf Unterstützung meiner Jungs hoffen. Da sind die Ersten. Ja, aber keiner geht mal drauf, ey. Wir haben eine Überzahlsituation und keiner geht drauf. Das ist doch unfassbar. Ja, und alle rennen sie nur weg. Gut, bei 4 zu 1 ist clever, aber... Also, da hat man natürlich keine Chance, wenn alle einfach wegrennen, alle irgendwo rumzergen, sich keiner mal um die Notes kümmert. Also, das sagt mir zumindest auch mein sehr geringes Dota-Verständnis, dass ein Spiel so einfach nicht klappen kann, liebe Freunde. So geht's nicht. Ja, und ich finde natürlich auch toll, dass die Ersten schon wieder sagen, lieben wir verlieren, ja, gehen wir raus. Nee, da bleibt man bis zum Ende, verliert, nimmt's wie ein Mann, streckt mal den Arsch hin und gut ist, liebe Freunde. Mein Gott, ey. Ja, sowas, also, es gibt so viele in Online-Spielen, so viele Dinge, die mich teilweise stören.